Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Chris, dem Magazin auf YouTube, in dem ich eure Fragen beantworte. Und heute habe ich mir wieder neue Fragen für euch rausgesucht. Und ja, ich möchte nicht lange um den heißen Brei reden und direkt starten. Mind of Success, Erfolg beginnt im Kopf, will wissen. Mich würde mal die Geschichte zu deinen Tattoos interessieren. Ja, die Geschichte zu meinen Tattoos, die ist relativ simpel. Ich bin zum Tätowierer gegangen und habe mich tätowieren lassen. Aber wahrscheinlich meinst du eher, was meine Tattoos bedeuten, beziehungsweise die Geschichte hinter der Bedeutung meiner Tattoos. Ja, und die ist relativ simpel zu erklären. Und zwar steht auf meinem rechten Arm Amavitam, was Latein ist und bedeutet Liebe das Leben. Und auf meinem linken Arm steht Noli Timere. Noli Timere bedeutet keine Furcht oder furchtlos oder keine Angst, auch ebenfalls Latein. Und die Geschichte dahinter ist simpel. Als ich Unternehmer geworden bin, habe ich mich eben dazu entschieden, das wirklich mit 100% oder das wirklich durchzuziehen. Ja, das heißt also, ich habe eine Entscheidung getroffen und mir gesagt, ich akzeptiere nichts anderes mehr, außer dass ich dieses Ziel erreiche, das heißt also erfolgreicher Unternehmer werde. Und deswegen habe ich mir gesagt, steche mir Tattoos, um eben zu vermeiden, ja, weil so kann man schlecht in der Bank arbeiten, um eben zu vermeiden, dass es jemals wieder eine Möglichkeit gibt, dass ich zurück ins Angestelltenverhältnis gehe. Und letztendlich die Bedeutung dahinter ist ganz auch einfach zu erklären, ja, liebe das Leben, weil ich mir eben gesagt habe, egal was passiert, ich werde mir immer schwören, dass ich das Leben liebe und niemals abstumpfe oder ähnliches, sondern allgemein auch eine gewisse Dankbarkeit habe dem Leben gegenüber und das Leben an sich genieße und wirklich liebe. Und das zweite ist, Noli Timere hat den Hintergrund, dass ich eben, oder keine Furcht hat den Hintergrund, dass ich eben extrem heftige Existenzängste hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe und mir gesagt habe, nein, ich habe jetzt keine Angst mehr, ich bin jetzt furchtlos sozusagen und ziehe das Ganze durch. Ja? Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass letztendlich auch einer der Hauptgründe ist, dass ich Tattoos einfach liebe und ich sie wunderschön finde und aufgrund dessen eben mich tätowieren lassen habe und mir gerne noch mehr Tattoos machen möchte. Nur ist es bei mir oftmals so, dass mir die Zeit dazu fehlt und ich aber wahrscheinlich dieses Jahr noch ein paar in Angriff nehmen werde und mir ein paar mehr stechen lassen werde. Ich bin auch mittlerweile bin der festen Überzeugung, dass der heutige Unternehmer oder der Unternehmer von heute, wie auch immer, ruhig Tattoos tragen darf, weil er eben, wie soll ich sagen, weil es völlig egal ist. Ja, es ist nicht mehr so, dass es nur noch Knastis haben und es ist ich finde es eine wunderschöne Sache, es ist etwas Individuelles. Natürlich, das Tattoo wurde auch nur für mich angefertigt, das heißt also, es hat niemand anders auf dem Arm, genauso. Und wie man sieht, es passt eben auch perfekt zusammen. Und das ist die Geschichte hinter meinen Tattoos. Marius Bund will wissen, moin Chris, danke für die Antwort, aber gehst du auch regelmäßig ins Gym oder eher gelegentlich? Ja, Marius, ich gehe regelmäßig ins Gym. Oftmals ist es aber so, dass ich halt auf Reisen bin. Dann muss ich natürlich gucken, welches Hotel hat ein oder wie ist das Gym des Hotels ausgestattet, wie schwer sind die Gewichte und so weiter. Aber generell gehe ich regelmäßig ins Gym. Ich habe sogar ein Gym zu Hause. Ja? Ich kann davon demnächst mal ein Video machen. Eine Roomtour, die wolltet ihr eh haben. Und dann werde ich euch genau mein Home-Gym sozusagen zeigen und vielleicht auch mal meinen Tagesablauf filmen oder erklären, wie ich meinen Tag so gestalte, meine Habits, also meine Gewohnheiten sozusagen. Und dann passt das, ja. Rocco Dietrichs postet, würdest du Modedesigner sein? Wenn ja, warum? Rocco, ich kann vieles sein, was ich allerdings, glaube ich, niemals sein kann, ist Modedesigner. Ich finde, es gibt sehr viele schöne Marken. Allerdings, wenn du meine Videos kennst, dann weißt du auch, dass ich relativ simpel meine Kleidungsstil halte. Das heißt also, wenn ich eine Sache gefunden habe, die mir gefällt, dann würde ich mir das T-Shirt gleich dreimal oder sowas. Worauf ihr mich auch schon auf YouTube sehr oft hingewiesen habt mit meinem schwarzen Shirt. Ich trage natürlich auch viele andere Sachen. Aber Modedesigner wäre, glaube ich, da wäre ich der Falsche für. Ja, vielleicht mache ich es irgendwann mal aus Spaß oder sowas. Aber momentan muss ich mich wirklich darauf konzentrieren, meine Schäfchen ins Trockene zu holen und sozusagen meine Business noch weiter stabilisieren, noch weiter hochfahren und aufgrund dessen aktuell auf gar keinen Fall. Ja.
Verkaufen Wevo fragt, was wäre, ist denn dein Traumauto und wieso? Oder hast du dir diesen Traum schon mit deinem Lambo erfüllt? Finde das Format übrigens mega cool. Freue mich auf weitere Parts. Gruß, Yannick. Du meinst garantiert meinen finanziellen Traum. Mein finanzieller Traum ist nicht nur der Lambo, sondern ich habe noch ganz viele andere Sachen in meinem Kopf, wie zum Beispiel ein Privatjet, eine große Villa. Letztendlich möchte ich aber auch dazu sagen, dass es natürlich nicht so ist, dass ich ganz genau weiß, dass diese Sachen nur oberflächlich sind und mich nicht im Herzen erfüllen. Aber ich habe es schon sehr oft gesagt in meinen Videos, ich bin für oberflächliche Ziele. Dafür stehe ich, weil ich glaube, dass man dadurch eben alle anderen Ziele oder dass man dadurch viele andere Ziele, die mit diesem Ziel kommen, auch gleichzeitig erreicht. Das heißt also, mein oberflächlicher Traum ist nicht nur der Lambo und wenn ja, dann nicht nur der Gallardo, sondern gleich ein Aventador. Aber eben noch viele andere Sachen, wie eine schöne Villa am Rand von Berlin, ein Privatjet, eine Yacht ist jetzt nicht unbedingt meins, weil man dafür eben super viel Geld investieren muss, um sie wirklich zu besitzen, nicht nur zu mieten. Und ich auch nicht unbedingt solche einfach mal lieber am Strand liege, anstatt die ganze Zeit auf dem Meer rumschipper. Next Level fragt, wie hast du es gelernt, selbstsicher Vorträge zu halten bzw. vor Gruppen zu sprechen? Hast du Kurse besucht und hast du Tipps? Ja, Next Level, die habe ich. Und zwar ist es so wie mit allen Sachen im Leben, Übung macht den Meister. Das heißt also, in dem Moment, wo du dich sehr stark darauf fokussierst, ein Skill letztendlich auszubauen und diese oder es immer und immer wieder wiederholst, in dem Moment wirst du selbstsicherer. Aber um dem wirklich mal einen guten Tipp mit an die Hand zu geben, wie du es ganz einfach wie du ganz einfach selbstsicherer werden kannst, wenn du einen öffentlichen Vortrag hältst, ist eben, indem du ja sozusagen dich darauf fokussierst, extrem stark darauf fokussierst, nicht auf die Leute zu gucken. Ja? Also du hältst einen Vortrag und guckst nicht direkt die Leute an. Ich weiß nicht, ob du das kannst, wenn du sozusagen das vor den Augen verschwimmen lässt mit deinen Pupillen. Ist eine Sache, die man lernen muss, sozusagen selbst verschwommen zu sehen. Aber es hilft auf jeden Fall. Was du nicht machen solltest, ist eine Person im Publikum zu lange anzustarren, weil oftmals lächeln diese Personen nur, die dir zugucken bei einem Vortrag und du denkst dann, dass diese Person sich auslacht oder ähnliches. Ja? Also du guckst den Leuten niemals direkt ins Gesicht, aber letztendlich ist es so wie bei allen Sachen im Leben, Übung macht den Meister und wie Susan Jeffers in Phase 4 in Do It Anyway es auch ganz oft sagt, du musst eine Sache wirklich, oder der einzige Weg, die Angst vor einer Sache loszuwerden, ist sie wiederholt zu tun. Ja? Und so habe ich es letztendlich geschafft, diese Angst loszuwerden und so wirst du es definitiv auch schaffen. Daisy2802 fragt, du wirkst in dem Video wie ein Nachrichtensprecher mit dem Hintergrund. Ich finde es toll, dass du uns Einblicke in dein privates Leben gewährst. Mach weiter so. Liebe Grüße. Daisy, genau deswegen haben wir den Hintergrund geswitcht und sitzen jetzt wieder bei mir zu Hause, ja, weil dieses Feedback wirklich oft kam. Also an alle, die gesagt haben, dieses Format ist nicht super. Ja, Leute, ich habe es vernommen und habe es geändert, wie ich alles tun werde, um es eben euch recht zu machen. Und letztendlich seht ihr, das Format ist jetzt wieder bei mir zu Hause und alles ist wieder wie beim Alten und ihr habt wieder eure gewohnte Atmosphäre, ja. Ichologie fragt, erhöht eine 20.000-Euro-Uhr deine Zufriedenheit mehr als eine 2.000-Euro-Uhr? Absichtlich provokative Frage. Ja, definitiv. Ja, seitdem ich die Uhr trage, hat sich mein Leben völlig geändert. Ich habe 20 Kilo abgenommen, habe alles in meinem Leben erreicht, was ich mir nur vorstellen konnte. Ja, alles hat sich verändert. Nein, natürlich nicht. Ja, es war ein privates Ziel von mir, was ich mir letztendlich erfüllt habe, ein Traum von mir. Letztendlich ist es aber wie alles im Leben nur oberflächlich und erhöht deine Zufriedenheit nicht langfristig, aber ein bisschen cool ist es schon, oder? Nein, Spaß. Also nein, tut's nicht. Es mir Pepik postet. Haha, geil, hab viel gelacht. Zum 10. Mal. Wann zeigst du uns deine Büchersammlung? Die wichtigen Bücher, über die du so oft redest. Danke für das Video. Esmir, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt hier bei YouTube immer wieder weitere Bücher vorstellen, ja, weil es eben nicht das perfekte Buch gibt, sondern ganz viele Bücher, die mir sozusagen geholfen haben, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Plus dazu werde ich demnächst mal eine Roomtour machen, werde euch also wirklich mal meine Bücherei zeigen und um das Ganze abzurunden, schau auf meiner Facebook-Page bzw. meinem Instagram-Account nach. Die Links zu meiner Facebook-Page und zu meinem Instagram-Account findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und dort werde ich ab jetzt immer regelmäßig Bücher posten, die ich gerade lese und was ich daraus gelernt habe. Und wie gesagt, also YouTube, demnächst eine Roomtour plus eben auf Facebook.
Soweit, so gut. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und die Folge von Frag Chris war genauso spannend wie die anderen für dich. Wenn dir das Video gefallen hat, tu mir einen Gefallen, gib dem Video einen Daumen hoch bzw. bewerte das Video positiv bzw. like es. Schreib mir direkt einen Kommentar, weitere Fragen ins Kommentarfeld rein, was für Fragen du hast, was für Fragen ich dir noch beantworten kann. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Frag Chris wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao.